und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Planet Zoo Video. Heute möchte ich euch wieder einige Mods installieren, welche ich hier für euch ausgesucht habe, um euch einfach mal zu zeigen, wie cool die Mods eigentlich heutzutage schon sein können. Als erstes Mod hätten wir hier den asiatischen Löwen. Der asiatische Löwe ist eine Unterart des afrikanischen Löwen und wie der Name schon sagt, ist dieser Löwe vor allem in Asien beheimatet. Und zwar ein ganz kleiner Teil, glaube ich, von Indien war das. Ich hasse es, wenn die klippen. Scheiß Präsentation. Jedenfalls ist das Gute an den, ist das Besondere an den asiatischen Löwen halt, dass es wirklich die einzige Löwenart ist, die halt wirklich in Asien verbreitet ist. Aber nur ein ganz kleiner Teil von Asien. Historisch waren Löwen nämlich über ganz, über den gesamten asiatischen Raum verbreitet. Ich glaube vor allem von Indien bis nach Pakistan und Mist. Ja. Und der will nicht im Showcase bleiben. jedenfalls, wenn es denen zu langweilig ist, dann geht er wieder rein. Ja, genau, so macht man das. Asiatische Löwen sind eine der bedrohtesten Löwenarten, die es gibt. Und im Gegensatz zum afrikanischen, die haben sich wirklich ziemlich abseits von afrikanischen Löwen entwickelt. Manche vermuten sogar, dass, ich glaube, dass einer der nächsten Verwandten des asiatischen Löwen eventuell sogar der Höhlenlöwe sein könnte. Das ist aber jetzt nur reine Spekulation, darüber weiß ich jetzt gar nichts. Jedenfalls ist der asiatische Löwe jetzt eine neue Mod für Planet Zoo und ihr könnt ihn auf Nexus runterladen. Denn der ist nämlich als neue Spezies reingekommen. Und ich finde, der sieht echt toll aus. Der hebt sich auch designsmäßig vom normalen Löwen ab. Nicht nur vom Stil her, der auch realistisch gehalten ist, sondern auch allgemein, dass er auch ein anderes Pattering hat als dieser. Und das macht ihn cool. Jedenfalls, das ist einer der coolsten Mods, die ich bis jetzt innerhalb der letzten Woche gesehen habe. Das nächste Tier, was wir hier haben, ist ohne Zweifel eines der besten Tiere, die bisher, muss ich mal sagen, designt wurden. Gut, das Modell könnte vielleicht noch ein kleines bisschen besser sein. Vor allem an einigen Stellen sieht er noch ziemlich unsauber aus. Und da kommt der nächste. Denn hierbei handelt es sich nämlich um Tiere, die sich einfach nur hinsetzen wollen. Es handelt sich nämlich um den Dodo aus Mauritius. Der Dodo aus Mauritius ist einer der Tiere, welcher am bekanntesten ist für das als Symbol für ausgestorbene Tierarten innerhalb in der Neuzeit. Tatsächlich ist der Dodo eines der bekanntesten Tiere, obwohl man überhaupt nicht richtig wusste, wie er überhaupt aussah. Denn der Dodo starb zu einer Zeit aus, als es noch keine Möglichkeiten gab, die Daten aufzuzeichnen, beziehungsweise es gab keine Möglichkeiten, früher Fotos zu machen. Und die ganzen Spekulationen, wie Dodos aussahen, basierten nur auf Bildern von Sichtungen, die Künstler gezeichnet haben, anstelle von Leuten, die halt wirklich was mit dem Dodo zu tun hatten. Aber wir wissen es jetzt nun inzwischen. Hoppala. Ich hasse manchmal die Kamera. Aber inzwischen wissen wir es besser. Der Dodo ist ein truthahngroßer Vogel aus der Familie der Tauben. Ob man es glaubt oder nicht, aber dieser Vogel ist eigentlich eine Taube. Und Dodos sind in den 1500er Jahren offiziell als ausgestorben erklärt worden. Der größte Grund, warum Dodos ausgestorben sind, aber wirklich der richtig größte Grund, ist vor allem der Mensch.
Der Mensch hat dafür gesorgt, dass der Dodo ziemlich schnell dezimiert wurde. Und ebenso der damals noch nicht existente Tierschutz. Denn auf der Insel Mauritius, als die ersten Einwanderer angekommen sind, haben sie diese Vögel getroffen und waren darüber erstaunt, dass sie überhaupt kein Instinkt zur Flucht gezeigt haben, als sie diese Menschen gesehen haben. Das Problem war, der Dodo hatte den Menschen als Beutegreifer bzw. als Raubtier auf Mauritius nie gekannt und auch generell hatten sie keine Feinde. Könnt ihr mal bitte aufhören, ineinander zu laufen? Kannst du mal bitte aufhören zu sitzen da, wo andere sitzen? Meine Fresse, Mann. Geh einfach weg. Ich hasse diesen Trend. Ich wünsch mir so sehr, dass die bei Prehistoric Kingdom nicht solche Hitzones haben, nicht solche kaum Hitzones haben. Das sieht einfach scheiße aus. Jedenfalls, wartet mal kurz. Wie gesagt, ich hasse Clipping Animals. Ja, der Mensch ist der größte Grund gewesen, weshalb der Dodo ausgestorben ist. Aber ich glaube, als die Dodos damals schon entdeckt wurden, waren die Dodos an sich schon bedroht. Die Sache ist die, Dodos hatten nicht sehr viel Vermehrungsrate, wie zum Beispiel heutige Tiere, wie zum Beispiel Tauben tun oder andere Vögel, die ja zum Beispiel ganz viele Eier legen, um ihr Überleben zu sichern. Der Dodo als solcher war ein sehr solitärischer Vogel und legte etwa nur ein Ei im Jahr. Und daraus wurden dann die Küken geboren. Der Dodo wurde nach seinem Laut bekannt, die er von sich gibt. Da er aber diese Laute hier nicht von sich gibt, das liegt vor allem daran, dass der Dodo tatsächlich aus dem Rick eines Kükens gemacht wurde. Das ist nämlich ein Kasuarküken, welcher als adulte Form für den Dodo verwendet wurde, weil der Kasuar hat als Küken etwa dieselbe Größe wie ein Truthahn in diesem Spiel. Deswegen wurde der auch gleich mal für den Dodo verwendet. Viele Vögel werden zurzeit von dem Kasuar verwendet. Aber der Dodo ist, wie schon gesagt, ausgestorben, noch bevor überhaupt Menschen so richtig sich für die Tiere einsetzen konnten. Es gab auch Dodos in Zoos, aber die meisten Dodos waren hoffnungslos verfettet und sind deswegen auch an sehr vielen Organschäden wahrscheinlich auch gestorben. Dadurch gab es den Dodo leider nicht mehr in Zoos. Der Dodo hat jetzt als Mod in Plan zu zurückgefunden, nachdem es den schon als Statue gibt und jetzt auch schließlich als Tier. Könnte zwar immer, wie gesagt, besser sein als Modell, aber einen geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul und es ist bisher einer der besten Tiere, die man hier so bekommen hat. Er hat es wieder getan. Na egal, gehen wir weiter. Der nächste Mod, den wir hier sehen können, ist das Haushuhn. Tatsächlich gibt es jetzt eine Haushühner-Mod und ich hoffe, dass viele Leute, die diesen Mod schon bereits gesehen haben, sich irgendwann mal auch so eine Art Bauernhof schon bauen. Denn damit kann man es auf jeden Fall jetzt machen. Das ist eine von vielen Hühnerrassen, die es auf der Welt gibt. Ich glaube, das war das Rhode Island Huhn. Oder so hießen die. Es ist auf jeden Fall einer von vielen Hühnerrassen. Wir nennen diese vor allem immer Haushühner, aber auch Haushühner werden halt in speziellen Rassen eingeteilt. Und bei dem Haushuhn ist es etwa genauso wie beim Dodo. Die Kamera sackt. Die ruiniert meinen besten Moment. Ja, das Haushuhn ist genauso wie. Oh Mann. Genauso wie der Kasuar. Eigentlich aus dem Küken entstanden. Und deswegen macht es auch Quietschegeräusche. Aber allgemein finde ich, dass das Huhn ziemlich cool aussieht. Ich meine, das Design sieht toll aus, das Gefieder sieht toll aus. Und die Kamera ist nicht so toll. Aber der Vogel allgemein hat dadurch ein voll chilliges Wesen. Ich hätte zwar vielleicht sogar als erstes
ein Huhn aus dem Pfau gemacht, weil Hühner und Pfauen sind sich ähnlich allgemein. Aber das, denke ich, ist die einzige Gemeinsamkeit, die sie haben, dass sie zu den Hühnervögeln gehören, beide. Und auch somit mit den Fasanen verwandt sind. Aber manche Tiere sind in der Animation halt so ein bisschen anders. Und deswegen wahrscheinlich hat man sich dabei gedacht, den Kasuar anstelle des Pfaues als Basistier zu nehmen. Aber ich muss sagen, das ist dem Modder gelungen und es gibt ja natürlich auch einen Unterschied zwischen einem Männchen und einem Weibchen. Und hier hocken alle aufeinander. Aber man sieht das Männchen bei diesem dreiköpfigen Huhn ziemlich gut. Denn das hat nämlich einen roten Kamm und dieser ist natürlich auch viel größer. Ich wünsche, die würden nicht alle ineinander rumsitzen. Das machen die ewig. Jedenfalls, das Rhode Island Huhn ist als neueste, eine der neuesten Mods zu finden auf Nexus. Ist, glaube ich, sogar von Leaf selbst gemacht worden. Und ja, wer das Huhn hat, hat die Macht. Als nächste Mod hätten wir den kanadischen Luchs. Der kanadische Luchs, sehr häufig, glaube ich, mal auch Bobcat genannt. Der Name spricht wahrscheinlich für sich selbst, ist eine Unterart des europäischen Luchses, welche wir zum Beispiel aus unseren Tierparks oder Zoos kennen, welche wir bei uns hier in Deutschland besitzen. Der kanadische Luchs ist im Gegensatz zum europäischen Luchs aber noch ein bisschen besser an das Leben im Schnee angepasst und bewohnt auch vor allem die Gebirge Nordamerikas. Besser gesagt, in Kanada. Deswegen heißt er auch so. Der kanadische Luchs hat ein ziemlich dickes Fell und kann deswegen auch die Winter ziemlich gut überleben. Im Gegensatz zum europäischen Luchs haben die kanadischen Luchse aber einen viel dickeren Schwanz und sind deswegen auch wahrscheinlich aufgrund dessen, dass sie so gut an der Kälte angepasst sind, höchstwahrscheinlich kleiner als die ganzen europäischen Luchse, die es bei uns gibt. Und das ist auch kein Wunder. Denn Kanada liegt nämlich so ziemlich nah an der arktischen Grenze. Und hier sieht man auch mal richtig den Unterschied zwischen einem europäischen und einem normalen und einem anderen Luchs. Bei uns wird der europäische Luchs auch Rotluchs genannt. Aber man sieht, offenbar haben die Luchse zum Fressen gern. Oh Gott. Mein Gott, du hast ihn getötet! Eigentlich wollte ich ihn zeigen, aber ne. Das kann ich wohl jetzt nicht mehr machen. Die vertragen sich so nicht, wie ich eigentlich dachte. Weil die Luchse scheinen wohl wahrscheinlich wirklich an der Großkatze angelehnt zu sein. Aber die kanadischen Luchse, die sind höchstwahrscheinlich von einer anderen Katze abgeleitet, welche sich von größeren Katzen jagen lässt. Schon wieder ein Toter. Aber das ist sehr interessant. Luchse allgemein, wer Luchse mag. Okay, dass die jetzt hier leiden müssen, ist natürlich ein scheiß Zufall. Ja, wie gesagt, es ist das scheiß Zufall. Aber Luchse allgemein sind sehr coole Katzen. Die gehören auch meinetwegen auch in zukünftigen DLCs mit rein, finde ich. Aber hier kann man sie zumindest schon mal als Mod genießen. Und es ist auch wirklich so, der Luchs selbst hat die eindeutige Qualität eines Planet Zoo-Tieres, wenn man das so sagen darf. Der Luchs selbst, also der Rotluchs vor allem, basiert auf dem Schneeleoparden. Und wenn man den Luchs sich so allgemein ansieht, dann merkt man irgendwie auch eine gewisse Planet-Zoo-Qualität. Eine typische Planet-Zoo-Qualität. So als wäre der Luchs zum Beispiel von Frontier gemacht worden. In der Qualität. Und deswegen sind diese Luchs-Downloads allgemein so cool. Auch dieser Tote da. Allgemein sehr coole Downloads. Sehr cool geworden. Lohnt sich auf jeden Fall, die runterzuladen, der kanadische Luchs. Weiß ich jetzt nicht, wer den gemacht hat.
Aber derjenige hat sich auf jeden Fall einen Kopf gemacht, wie man die Vielfalt noch ein bisschen höher setzen kann. Mit dem kanadischen Luchs hat er es auf jeden Fall geschafft. Schauen wir uns nochmal den hier an, der hier rennt. Da ist er. Der ist natürlich ein bisschen fluffiger geworden als die normalen Luchse. Das ist auch vollkommen normal, finde ich. Und man sieht auch, dass das Fell sich so ziemlich dem Gebirge von Kanada angepasst hat, um auch so ziemlich im Schnee unsichtbar zu werden. Diese Tiere haben es wirklich drauf. Und beim europäischen Luchs kann man auf jeden Fall sagen, er will abhauen. Erstens das und zweitens, ja, bei ihm sieht man halt, dass er ein typisches Tier der gemäßigten Zone ist, aufgrund dessen, dass er vor allem Flecken hat. Und die Flecken schützen ja den Luchs vor allem auch im Wald. Ja, das ist jedenfalls mein kleines Video für heute. Ich habe euch jetzt mal ein paar Mods gezeigt, die man hier so sieht. Ich hoffe, euch gefallen sie. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich schon beim nächsten Plenzu-Video wieder. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.